Hallo, ich bin Björn. Wenn ich mich per Secure Shell an meinen Servern angemeldet hatte, dann brauchte ich bisher kein Passwort dafür. Seit macOS Sierra ist das leider anders. Jetzt fragt mich mein Mac immer nach der Passphrase, also dem Passwort für meinen SSH-Schlüssel. Falls sich das auch nervt, dagegen habe ich jetzt eine Lösung und einen Tipp für alle T-Max-Benutzer. Unter macOS Sierra greift nämlich SSH nicht mehr standardmäßig auf deinen Schlüsselbund zu, aber das kannst du zum Glück wieder einschalten. Apple beschreibt das genau in der TechNote 2449. Öffne einfach die Konfigurationsdatei mit einem beliebigen Texteditor und dann fügst du am Ende dieser Datei einen Eintrag Host-Sternchen ein. Das heißt, diese Einstellungen gelten für alle Server. Und dann ergänzt du einfach nur die Option Use Keychain Yes. Das heißt, SSH darf wieder auf deinen Schlüsselbund zugreifen. Und mit der Option Add Keys to Agent stellst du sicher, dass die Schlüssel auch in den Agent geladen werden und du die Passphrase nicht mehr eingeben musst. Nach dem Speichern sollte dann wieder alles laufen. Mir ist noch was Interessantes aufgefallen. Wenn ich nach einem Neustart die erste SSH-Verbindung in T-Max öffne, dann muss ich weiterhin meine Passphrase eingeben. Außerhalb von T-Max kein Problem, aber in T-Max klappt das irgendwie nicht und der Agent hat meinen Schlüssel auch gar nicht geladen. Chris Johnson hat ein Hilfsprogramm namens Reattach to User Namespace veröffentlicht, um in T-Max auf die Zwischenablage zugreifen zu können. Aber dieses Programm löst auch unser Problem. Details dazu findest du in der Projektseite auf GitHub. Am einfachsten installierst du es per Homebrew, also Brew Install Reattach to User Namespace. Danach konfigurierst du T-Max so, dass die Shell, in meinem Fall Bash, über dieses Programm gestartet wird. Und anschließend musst du nur noch T-Max neu starten. Okay, zum Testen lösche ich erstmal alle Schlüssel aus dem Agent und kann mich wieder ohne Passphrase anmelden. Cool. Hat das bei dir auch geklappt oder hast du vielleicht eine andere Lösung gefunden? Falls ja, dann schreib mir doch bitte einfach mal einen Kommentar. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Mach's gut. Tschüss.